Moin, moin, ihr bärtigen Ladies. Herzlich willkommen zu Mein Senf zur Doom Multiplayer Beta. Mein Fazit nach bisher 6 Stunden Spielzeit möchte ich euch sagen, wie ich denn die Doom Multiplayer Closed Beta fand. Und wir fangen an mit den Sachen, die ich toll fand. Es ist zum einen richtig tolles Gameplay und darauf kommt's an. Es ist richtig schnell, es ist verdammt blutig. Die Waffen haben ein saugutes Feedback. Ihr fühlt euch wirklich so, als würdet ihr diese Waffen abfeuern. Das ist so ein richtiges Retro-Feeling, so ein schneller. Ja, wie Quake eigentlich, so ein schnelles Rumgeballer einfach. Was ich auch toll fand, war das Design, sowohl Waffendesign, Map-Design, Level-Design, vor allem das Level-Design, da kommen wir gleich noch dazu, vom Aufbau her und so weiter, und auch die ganzen Customizables, also was ihr alles anpassen könnt. Ihr könnt nämlich euren Charakter, die Rüstung könnt ihr anpassen, die Waffen, die Farbe, alles mögliche, ohne dafür irgendwie, ja, irgendwelche Skins kaufen zu müssen, wie es halt oft der Fall ist. Manche Sachen konnte man lediglich freispielen, aber hey, sowas finde ich viel besser, als wenn du dir das Zeug kaufen kannst. Ja, der Levelaufbau, richtig toll, richtig verwinkelt. Ich wusste, ja, zum Teil auch nach dem x-ten Mal spielen nicht genau, wo ich da bin, wo ich jetzt hinlaufe, was kommt. Ist richtig cool, ist wie die alten Doom-Teile, falls sich Leute noch erinnern. War ja auch ein relativ verwirrender oder verwirrend nicht, aber ein verwinkelter Levelaufbau. Und das haben die 2 Multiplayer-Maps, die wir gesehen haben, halt hier auch gemacht. Auch die Animationen, vor allem die, ja, diese Glory Kills und so weiter, das sah auch richtig, richtig schnieke aus. Richtig toll. Von der Spielweise her nochmal die Synergie zwischen, ja, euren Waffenfähigkeiten und euren, diesen Hack-Modulen, diesen Special-Kräften, die man da hat, die man sich auch auswählen kann. Fand ich auch richtig toll, hat gut funktioniert. Kann man nicht motzen. Die Modi, die Auswahl der Modi fand ich ganz gut. Es gab zum einen mal Team Deathmatch 6 gegen 6. Oder Kriegspfad 6 gegen 6. Kriegspfad ist so, ja, so eine King of the Hill-Variante mit einem beweglichen Eroberungspunkt, der sich halt über die Karte bewegt. Und King of the Hill, beziehungsweise Warpath Kriegspfad hat mir am besten gefallen, weil es hat halt ein bisschen Ziel, es kommt ein bisschen Taktik rein. Leider sind es nur 2 von insgesamt 6 Modi gewesen. Über den dritten hätte ich mich noch gefreut. Ich weiß aber, warum sie nicht gezeigt haben, vielleicht, weil es insgesamt ja nur 6 Modi sind, aber so eine andere Spielvariante hätte ich da durchaus ganz gut gefunden. Aber sie wollten halt mit dem Warpath, mit dem Kriegspfad, wollten sie halt zeigen, dass das ein Doom-eigener Mod ist, beziehungsweise Modus ist. Und das ist ihnen auch ganz gut gelungen. Und ja, zum Schluss die Infrastruktur. Darum ging es nämlich bei dieser Multiplayer-Beta. Wie gut funktionieren die Server, hat man Abstürze. Ich hatte in den gesamten 6 Stunden bisher keinen einzigen Absturz, keinen einzigen, ja, Timeout, bin kein einziges Mal rausgeflogen, hatte auch nie einen Delay oder irgend sowas, haben sie wirklich sehr gut gemacht. Bisher natürlich ist es eine Closed Beta, es war keine Open Beta, aber so far war das alles ziemlich astrein. Die Ladezeiten und die Wartezeiten in den Lobbys waren auch wirklich gerade lang genug, um mal aufs Klo gehen zu können, ist mir als, ja, als Suchtspieler oft auch mal wichtig, dass ich zwischen den Matches mal auch kurz aufs Klo gehen kann oder mir ein Bier holen kann. Hat wunderbar gepasst, war perfekt gewählt eigentlich. Nicht zu lang, nicht zu kurz. Wunderbar, kann ich mitleben. So, kommen wir zu den Sachen, die die Doom Beta vielleicht ein bisschen schlechter gemacht hat. Für mich insgesamt, ich habe es schon angesprochen, es gab zu wenig Modi. Ich hätte gern noch einen dritten Modus gesehen, außer Team Deathmatch und Kriegspfad. Und vor allem mein größter Kritikpunkt, es gab nur einen spielbaren Dämonen. Das war der Revenant, den kennt man auch so schon irgendwie von Gamescom etc. E3. Gut, es ist einer von nur 4 Dämonen, die im Multiplayer-Modus spielbar sind. Da hätte ich gern noch einen zweiten gesehen. Sie hatten auch 2 Mehrspieler-Modi, 2 Levels. Warum dann nicht auch 2 Dämonen? Das hätten sie uns wenigstens noch zeigen können. Vielleicht auch, was weiß ich, einen richtigen Nahkämpfer nochmal, den Höllenbaron oder irgend sowas. Das wäre richtig nett gewesen. Dann mein zweiter richtig großer Kritikpunkt, die Musik im Level. Stellenweise, wenn du gerade nicht in der Action bist, ist es verdammt ruhig. Du hörst keine Musik und es würde sich bei Doom einfach so, ja, so mega anbieten eigentlich, da Musik in den Hintergrund zu packen, irgendwie richtig, ja, richtig archaische Musik, irgendwie Metal oder irgend sowas halt. Der Menüsound zum Beispiel hätte mir schon gereicht manchmal. Ich hatte auch den Eindruck, wenn du weiter weg von der Action warst, war nichts zu hören und sobald du in die Action gegangen bist, hast du dann Musik im Hintergrund gehabt. Ist vielleicht auch so Absicht und keine Ahnung, aber ich kann es schon auch verstehen, aber wenn du ganz weit weg von der Action bist, wenigstens ein bisschen Musik wäre noch ganz nett gewesen. Dann meckern auf hohem Niveau, der Ansager, vor allem in der deutschen Version, ist unter aller Sau. Der nervt sowas von und, keine Ahnung, ich hoffe,
dass man ihn im fertigen Spiel entweder ausschalten kann oder dann halt auf Englisch. Da nervt er zwar auch noch, aber da ist die Stimme wenigstens nicht mehr ganz so verkehrt. Das wäre ganz nett, wenn das eingebaut werden würde. Und der letzte Kritikpunkt, die Zugangsvoraussetzungen zu dieser Open Beta waren mehr als kurios, würde ich mal sagen. Der Beta-Code lag nämlich Wolfenstein The New Order bei, und das ist ja bekanntlich schon vor drei Jahren, 2014 erschienen, oder vor 2 Jahren, ja. Und das ist halt schon ein bisschen arg lang her, und ob dann die Leute die Version wirklich noch zu Hause liegen haben und sich dran erinnern oder ob sie diesen Code vor 2 Jahren mal eingegeben hatten und eingelöst haben und dann noch ihr E-Mail-Postfach checken, das bezweifle ich eigentlich, vor allem da auch bei vielen die E-Mail-Adressen mal wechseln oder so. Das hätte man besser machen können und da, keine Ahnung, irgendwie zum Beispiel einem neueren id-Software-Titel diesen Code beilegen oder was weiß ich, da gäbe es bestimmt noch andere Lösungen. Vielleicht auch ein Losverfahren, wäre vielleicht auch nicht das Verkehrteste gewesen. Insgesamt muss ich oder kann ich sagen, von der Doom Multiplayer Beta, sie hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hatte da richtig meinen Spaß, die Zeit ist verflogen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da wirklich so viel Zeit jetzt schon rein investiert habe. Ich werde auch noch ein bisschen weiterspielen. Ich denke aber, im Moment bin ich auf so einem Level, wo sich diese Sachen nicht mehr groß ändern werden, die ich euch jetzt gerade erzählt habe. Da habe ich meine Meinung halt schon gebildet. Und ja, eine tolle Sache. Ich freue mich wirklich mehr auf den Singleplayer-Modus, muss ich auch dazu sagen. Aber wenn der Multiplayer-Modus da wirklich auch so viel Spaß macht, da werde ich den auch ab und zu mal ausprobieren, wenn das Spiel da ist. Ich hoffe, euch hat jetzt mein Feedback gefallen. Ihr könnt damit was anfangen. Mein Senf sozusagen. Falls ihr mehr von Doom sehen wollt, dann guckt doch mein Let's Play zur Multiplayer-Beta. Da kommt die Tage nämlich auch noch was. Da habe ich ein paar Runden für euch gespielt und das aufgenommen. Bisschen kommentiert und so weiter. Da habe ich auch ab und zu mal noch ein paar andere Sachen gesagt, die mir da so durch den Kopf gegangen sind, die ich jetzt hier vielleicht nicht erwähnt habe. Würde mich freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal mit meinem Senf.